Genauso wie der Bart. Ja. Ich sitze jetzt auch schon, glaube ich, gut seit 1 bis 2 Monaten daran, meinen Bart wieder zu perfektionieren. Dass er wirklich eine gute Länge hat, gut gleichmäßig ist. Das dauert. Und ich versuche auch noch rauszufinden, was denn so die ideale Länge ist dafür. Oh, es ist schön, dass ich einfach springen kann. Im Ball. Da bin ich aktuell noch so ein bisschen am Rumprobieren. Mit der Länge, mit allgemein alles. So. Und dann weiter hier lang. Dann machen wir doch ein bisschen mehr Link-Action als gedacht. So. Wenn man einmal diesen dummen Space Jump verkackt, ne? Oder ihn einfach nicht starten möchte. Der sieht auch so dumm aus, wie er dann mit seinem ausgestreckten Arm nach vorne läuft. Ach ja. Wenn man einmal das Timing verkackt, dann fällt man eh einfach nur runter. Also Super Metroid ist schon ein geiles Spiel, aber leider nicht sehr verzeihend, wenn man da irgendwo ein Timing verkackt. Okay. Mr. Plasma Plasma. Was sind Sie? Konnte man die noch mit Powerbomben besiegen? Mr. Plasma Plasma ist ein Herzteil. Schade. Ja, also wenn jemand wirklich neu mit Super Metroid anfängt, der schon, weiß ich nicht, Samus Returns und Dread gespielt hat, der wird sich wahrscheinlich denken, was ist das bitte für eine Rotze? Wenn man aber Super Metroid zuerst gespielt hat vor den 2D-Metroids, geht es. Dann fällt das nicht auf, was für eine Rotze das ist. Beziehungsweise man kann sich besser damit arrangieren. Schön, dass man dann noch den Arm da außerhalb des Aufzugs sehen konnte. Ich habe letztens mir noch ein Let's Play von Marcel zu Dread angeguckt, einfach so nebenbei aus Langeweile. Und habe auch noch einen Kritikpunkt von mir an Dread wiedergefunden. Es hat eindeutig viel zu viele Speed Booster. Hier, Shinespark-Rätsel. Die mochte ich ganz und gar nicht in diesem Spiel. Viel zu viele. Oh, wait, ich muss ihm erstmal die Wand kaputt machen, ne? So. Und jetzt warten wir. Dass dieser Gegner durch den Sand durchgeht, weil er das Einzige ist, weil das diesen kaputt machen kann. Und mehr als warten und ihm hinterherlaufen kann ich nicht machen. Und du so? Werde gepattet. Womit habe ich das verdient? Weiß nicht. Ist cute. Ach so. Der Chat mag Svenja doch sicher widersprechen. Was ist das für eine Rotze? Alte Spieler, nostalgische Rotze. Ja. So, wir dürfen weiter.
Kann man hier ursprünglich den Springball? Eventuell, ne? Wir kriegen einen Herzcontainer. More love. Flup. Wobei, hier komme ich doch auch sicher ohne Springball durch. Moment. Sag ich doch. Weil hier würde ich mit Bombensprung wahrscheinlich durchkommen. Moment. Easy. Ja. Kommt man auch ohne Springball wieder raus. Gut, dass ich auf dem Rückweg nicht nochmal auf den warten muss. So, dann auf nach Norfair. Nein, nicht der dumme Sand. Ich hasse dieses Gebiet. Also ich hasse diesen Raum. Vor allem hasse ich diesen Raum, wenn man keinen Space Jump hat. Oh, holy. Und dieser Raum ohne Space Jump und ohne Gravity Suit am besten noch. Oh, holy. Kommt man überhaupt da wieder raus aus dem Sand? Ist das möglich? Ja, aber es ist eine Qual. Das kann ich mir vorstellen. So, und einmal runter. Und nach rechts weiter. So, mit Meridia erstmal fertig. Ich sag's euch, am Ende habe ich irgendwo ein Item vergessen. Dann wiederum, es kann mir egal sein. Ich kann das Spiel durchspielen mit dem, was ich habe. Ich muss nur noch Ridley besiegen gehen. So, schnellster Weg nach Lower Norfair. Wäre zum Safe Room. Runter, an dem Safe Room vorbei, rechts durch. Und dann dahin, okay. So. Also wir haben die Silberpfeile für Ganon auf jeden Fall. Und wir haben den Eisbeam, um durch Turian zu kommen. Das ist alles, was wichtig ist. Alles andere ist nur extra. Oh, wait. Können wir so ein bisschen aufladen. Füllt ihr auch Powerbomben auf? Nicht, dass ich so viel Powerbomben brauchen würde, aber ich frage für einen Freund. Wie viel haben die mir jetzt gegeben? Naja, eher nicht so. Der Raum hat sonst nichts. Dann weiter nach rechts zu dem Energieaufladeraum. Den ich jetzt auch nicht mehr brauche, weil ich wieder voll bin. Also noch weiter. So. Und dann da ganz rechts und dann sind wir fast in Lower Norfair. Da hätte man auch einfach wunderschön überall durchswingen können. Wobei ich sagen muss, mit dem Grapple Beam da einfach so durchzuschwingen, macht auch Spaß. Alter, meine Augen. Ist ja richtig radioaktiv verseucht hier. So, auf zu Ridley.
Wir bekämpfen Ridley als Link in einem Mario-Outfit. Ja, ich finde, alles vollkommen legitim. Jo, machen wir noch links rum. Ach, die gute Lower Norfair Musik. Schrägstrich später Meridia. Meridia? Fast. Markmoor. Aber interessant, dass das so gefühlt der einzige Track ist, den sie da in Prime, jetzt abseits vom Ridley-Track, nochmal reused haben und daraus halt auch nochmal ein eigenes Gebietstheme gemacht haben. Von allen Tracks haben sie einfach den hier aus Lower Norfair genommen. So, jetzt aufpassen, dass ich nicht zu weit laufe. Okay, das wäre eh nur Mr. Tank. Aber egal, nehmen wir mit. Hallo, Golden Torizo. Wie geht es Ihnen? Kann ich einfach draufhalten und ihn einfach facetanken? Macht mir eh kaum Schaden. In Prime 3 haben noch die Upper Norfair Musik noch genommen. Oh. Habe ich nicht ganz so im Kopf. Joa. Das war der Golden Torizo. So, und einmal zack. Was ist da? Oh, der Burner-Stab. Genau gesehen. Cane of Burner. Cool. Die Screw-Attack wäre jetzt aber schon langsam echt praktisch. Um halt hier schneller durchzukommen. Gleich durch alles. Aber ich glaube, ich krieg die nicht. Heißt, wir müssen das so die ganze Zeit machen. Uff, das wird anstrengend jetzt ohne Screw-Attack. So. Der Burner-Stab passt nach Norfair. Nun. So. Ist der Raum. Was hat über mir? Junge? Please stay off my... Keine Ahnung was. So. Das hier müsste, glaube ich, aber nur ein... Yo! Chillt! Was zum Teufel? Das waren zwei schnelle Köpfe. Okay. Ich meine, das hier ist aber nur ein Rückweg. Oder? Das ist so einer der wenigen Räume, wo ich auch mir keine Ahnung habe, wie ich an das Item drankomme. Aber ich meine, ich muss von oben kommen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Mit der Fresse, die ziehen, müssen die dringend aufs Klo. Also quasi da rechts und dann da hoch und dann da links zu dem Item.
Schade, die können mich am Boden doch treffen. So, wird Zeit für ganz, ganz viele Powerbomben, um hier schnell durch diesen Raum zu kommen. Ist übrigens sehr schön, wenn Link... Wait, geht die Säure gar nicht bis nach ganz oben? Doch. Oh wait, okay, das reicht schon. Meine Güte. Oh Gott. Okay, erwischt. Die machen sogar echt guten Schaden. Nicht wieder nach ganz unten fallen. Das ist das Prinzip von, ich fliege einfach genau an allen richtigen Plattformen vorbei bis in den Abgrund. Natürlich schieße ich daneben. So. Da links. Ja. Yay! 5 mehr Pfeile kann ich tragen. Ich bin so ein glücklicher Scheißer. Ich wollte nicht runterfallen. Ich wollte eigentlich wieder nach oben gehen, um diesen ganzen Raum gleich nicht nochmal zu machen. Bist du ein glücklicher Scheiße? Manchmal muss man einfach zu seiner Scheiße stehen. Kann ich eben nochmal in den Heilraum gehen? Ist das sehr weit weg? Eigentlich nicht. Dann kann ich eben nochmal kurz zurückgehen. Nevermind, kann ich nicht. One way only. Sind die noch offen? Nein, natürlich nicht! Wo habe ich? Na, ich habe fast alle aufgekriegt. Okay. Nein! Es fehlt immer noch eine. So. Jetzt darf ich aber in dem Raum nochmal alles machen. Screwtip würde alles einfacher machen. Aber natürlich habe ich dieses eine praktische Item dann doch nicht. So. So, schieß. Okay. So. Der Raum. Ich glaube, da brauchte ich keine Screwtip. Da musste ich einfach nur schnell sein. Und einfach schnell durch. Und am besten nicht runterfallen. Und am besten... auch den Space Jump aktivieren. Okay. Runterfallen klingt wie eine ganz, ganz tolle Idee. Not sure though. Wie besiegt man euch nochmal? So nicht. Ah, so und dann so. So, hier bekam man normalerweise seinen letzten E-Tank im Spiel, wenn man alles an Rauch gesammelt hat. Wir kriegen 50 Rubine. Yay. Yeah.
So, lohnt es sich nochmal nach oben zu gehen? Da wären schon noch ein paar Items, ja. Aber auf der anderen Seite ist ein Safe-Raum. Ich glaube, ich hole mir zuerst den Safe-Raum und dann gehen wir da nach oben weiter. Tears of the Kingdom wärst du darüber jetzt froh. Das stimmt. Achso, ich bin noch gar nicht eingerollt. Oh no. Sind die mit Powerbomb vielleicht ein bisschen einfacher zu besiegen? Nein. Also ich glaube, in Tears of the Kingdom freue ich mich echt über Rubine und über Pfeile mit am meisten. Weil die so schwer zu kriegen sind teilweise. Was wäre jetzt eigentlich das Smarteste? Eigentlich wäre es jetzt schon smarter, einfach runterzugehen, Ridley zu klatschen und dann wieder zurückzukommen nach oben und dann da oben entlang zu gehen. Weil sonst laufe ich eh doppelt. Dann wiederum brauchst du auch einfach nicht so viel Geld in Tears of the Kingdom eigentlich. Dementsprechend kommt man so eigentlich auch ganz gut durchs Spiel. Ich sehe dich schon, dass du da ankommst. Der da oben. Ich wollte gerade sagen, der da oben kann mir ja egal sein. Der kommt eh nicht an mich dran. Aber dann hat er mir gezeigt, dass er doch an mich dran kommt. So, da links ist nämlich auch noch was. Übersieht man, glaube ich, auch sehr leicht. Ein Herzteil. Im Normalfall würde Link das freuen. Jetzt gerade... würde ich lieber was anderes nehmen. Ja, Rüstungsverbesserung. Man findet eh mehr als genug Stuff. Oh no. Wie... jetzt brauche ich echt mal eine... Taktik. Wie bekämpft man die eigentlich am besten? Wie kriegt man die dazu, dass die diesen Kick machen? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich... es ist für mich irgendwie immer Glückssache, ob die jetzt diesen Kick machen oder nicht. Wow, der hat mich einfach unter sich eingesperrt. So, wir werden eh gleich erstmal ein bisschen Energie farmen vom Boss. Weil jetzt kommt gleich Ridley. So, und jetzt erstmal farmen wir uns wieder volle Energie. Immerhin droppen die ganz viel normale Energie. Wow. Fehlt's Metroid 1, man. Ich
glaube, in Metroid 1 war das ein bisschen anstrengender, das zu machen. Da gab es keine Gegnerspender. Bist du? Oh, ich habe sogar volle Supermissiles. Ja, dann? Ridley! Ich habe eine Rakete mit deinem Namen drauf. Hi! Komm mal runter. Mal gucken, ob 65 reichen. Also ich habe übrigens gelogen, es ist nicht nur eine Rakete mit seinem Namen. Es sind ein paar mehr. Ah, he did. Waren ja nur fast 60. Und ich habe auch nur 3 E-Tanks verloren. Das geht ja sogar. That's how my Ridley fights are. Yay, noch ein paar Missiles. So. Dann haben wir jetzt alles, was wir... Na, nicht ganz alles, was wir brauchen, um das Spiel durchzuspielen. Wir müssen noch Ganons Turm machen. Der dauert auch noch ein bisschen. Vielleicht sind wir, als ich vor einer Stunde meinte, in der Stunde fertig, vielleicht doch nicht so ganz in der Stunde fertig. Gib mir mal noch so eine halbe oder so. Aber wir können zumindest... Voilà. Schon mal Metroid jetzt durchspielen. Dann brauchen wir nur noch Zelda noch ein bisschen. Oh nein. Ich habe vergessen, die Tür zu öffnen. Na komm. Was muss ich tun, damit der sein... Weiter weggehen? Weiter hin? Versuchen, über ihn drüber zu springen? Ich verstehe die KI dieses Gegners nicht. Er muss seinen Kick-Move machen, damit ich ihn töten kann. Aber manchmal ist er einfach ewig in diesen anderen Angriff gelockt und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, um ihn davon wegzulocken. Jetzt macht er einfach nichts anderes. Muss ich ihm meinen Rücken zeigen? Muss ich einfach gehen? Oder ist es wirklich reines RNG? Oder darf ich nicht aufladen? Oder muss ich ihn beim Dingens stören? Ich habe keine Ahnung, wie dieser Gegner funktioniert. Es ist für mich eigentlich immer Glückssache, ob der jetzt klappt oder nicht.